So, ich habe Ihnen gerade den Bubble-Sort-Algorithmus gezeigt, ja, mit dem man mit dem Computer arbeiten können, um eine unsortierte, ungeordnete Liste natürlicher Zahlen zu ordnen. Jetzt ist es immer interessant für Informatiker zu wissen, wie effizient ist denn der Algorithmus? Wie viele Schritte braucht der denn, um zum Ergebnis zu kommen? Ich verrate Ihnen nämlich, es gibt noch weitere Sortieralgorithmen und man möchte natürlich immer möglichst schnell zum Ergebnis kommen. Das heißt, man sollte einen Algorithmus nehmen, der möglichst schnell und effizient arbeitet. Informatiker interessiert an dieser Stelle immer die Anzahl der Vergleichsoperationen, die man durchführen muss. Ja? Wie viele Vergleiche muss man denn jetzt beispielsweise durchführen, wenn man 6 Karten hat? Gehen wir nochmal vom Anfang aus. Wir haben die erste Karte genommen. Wie viele Vergleiche haben wir im ersten Durchgang durchgeführt? Ja? 5, genau. Wir haben eine Karte genommen, haben mit 5 weiteren Karten verglichen. Ab und zu hat die Karte gewechselt, aber egal, beim ersten Durchgang waren es 5 Schritte. Ne? Also beim ersten Durchgang haben wir 5 Vergleiche gebraucht. Jetzt war die größte Zahl hinten, die Liste um 1 kleiner. Wie viele Vergleiche haben wir dann gebraucht? Ja? 4. 4, aha. Dann war die Liste wieder 1 gleicher, dann 1 kleiner, dann haben wir 3 Vergleiche gebraucht. Ja, dann war die Liste wieder um 1 kleiner, dann haben wir noch 3 Karten gehabt, dann haben wir eine Karte 2-mal verglichen, also 2 Vergleiche. Und am Schluss, wenn noch 2 Karten übrig waren, noch 1 Vergleich. So, aha. Jetzt können wir das mal ausrechnen. Ne? Wie viele Vergleiche haben wir gebraucht? 1 plus 2 ist 3, 6, 10, 15 Vergleiche. So, wir haben 15 Vergleiche gebraucht. Wow, jetzt könnte einen ja mal interessieren, wie viele Vergleiche brauche ich denn, wenn ich 1000 Karten habe? Wie viele Vergleiche brauche ich, wenn ich 1000 Karten habe, ja? 1000 Karten? 999 Fakultät. Was meinen die anderen? Ja? Insgesamt zusammen. Bitte? Insgesamt zusammen, als 999 mal 3. Wir sammeln mal ein paar Hypothesen. Also, ich sammle hier jetzt mal die Hypothesen. 999 mal 3 und 999 Fakultät. Ja? Stimmt beides nicht. Ja? Okay, hier kommt 1001 mal 50. Schreib es mal auf, Sie sind schon auf der richtigen. Richtigen Weg, ja. Ja. In etwa 500.000, okay. Ein bisschen weniger als 500.000. Ein bisschen weniger als 500.000. Okay. Na, also wir sind uns alle nicht sicher. Ja? Da müssen wir jetzt mal systematisch rangehen. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass wir n plus 1 Karten haben. Die Erbsenzähler unter Ihnen dürfen weiterhin Sigma von n denken. Ja? Wir haben n plus 1 Karten. Wir haben hier 6 Karten und ich will aber von der 5 ausgehen, weil ich hier mit der 5 beginnen will. Also haben wir 5 plus 1 Karten. Ja? Wir haben n plus 1 Karten. Wenn wir n plus 1 Karten haben, müssen wir alle Zahlen von 1 bis n addieren, um auf die Anzahl der Vergleiche zu kommen. 1 plus 2, ist mal rückwärts gedacht, plus 3, plus Punkt, 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 plus n. Ja? Wenn wir 6 Karten haben, müssen wir alle Zahlen von 1 bis 5 addieren, weil die Liste immer um 1 kleiner wird und dementsprechend die Anzahl der Vergleichsoperationen um 1 kleiner.
Wenn wir 1000 Karten haben, müssen wir alle Zahlen von 1 bis 999 addieren. So. Ich führe jetzt mal wieder neue Symbole ein. Diese Punkt-Punkt-Punkt-Schreibweise, die mag man nicht so. Um zu sagen, man addiert alle Zahlen von 1 bis n, formuliert man das auch so. Ein großes Sigma, das macht man so, muss man vielleicht ein bisschen üben. Und jetzt habe ich hier eine Laufvariable, die beginnt bei 1 und die endet bei n. Und ich schreibe sie einfach hier rein. Das bedeutet, die Summe aller Zahlen oder die Summe von i gleich 1 bis n über i. Muss ich so vorstellen? Dieses Zeichen bedeutet, nimm dir i und setz es erstmal 1 und nimm das, was da drin steht und ersetze überall i durch 1. So, dann schreib ein Plus hin, dann nimm i das nächste i 2 und setz i ein, setz 2 ein und dann kommt wieder ein Plus und dann ist i 3, setz es ein, Plus und so weiter. Also wir haben sozusagen, wir laufen hier mit i von 1 bis n schrittweise durch, ersetzen das, was hier drin steht, immer durch das aktuelle i und denken uns ein Plus dazwischen. Ja, ich führe es nochmal durch, setze i gleich 1. Nimm das, was da drin steht und ersetze jedes i durch 1. Hier habe ich nur ein i stehen, also 1. So, und dann kommt ein Plus. Dann nimm den nächsten Teil, jetzt ist i2 im nächsten Schritt. Ersetze hier drin alles, was i ist, durch 2. Gibt es nur 1. Und so weiter. Nächster Schritt, i ist 3. Und so weiter und so weiter. Bis i schließlich im letzten Schritt n ist, ersetze jedes i hier im Innenteil durch n. Und da das der letzte Schritt war, waren wir fertig. So. So. Jetzt ist das sehr mühsam auszurechnen. Ne? Sie hatten hier schon Versuche gemacht, Wege zu finden, das einfach auszurechnen. Wir wollen nicht 1000 Zahlen addieren. Das ist mühsam. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine einfache Formel. Das wäre schön. Ja? Eine einfache Formel. So, und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit der Mathematiker, die darin besteht, auf kreative Ideen zu kommen. Sie haben vielleicht den Eindruck gewonnen in der ersten Übung, dass alles sehr schematisch abläuft. Das ist zum Teil auch wahr. Teile können schematisch ablaufen in der Mathematik. Aber viele Erkenntnisse in der Mathematik kommen nicht dadurch, dass man einfach irgendwie deduktiv was ableitet, sondern dadurch, dass man eine Einsicht hat und eine Erkenntnis. Und das ist etwas, was nicht schematisch vorgeht. Hier muss man sich selbst mit bestimmten Strategien helfen, um zu einer Lösung zu kommen. Und eine gute Strategie, wie man sich selbst auf Erkenntnisse bringen kann, ist in der Mathematik etwas zu visualisieren. Etwas mal bildlich darzustellen. Ja? Mathematiker sind nur scheinbar Menschen, die formal in Symbolen denken. Mathematiker denken nur zum Teil in Symbolen. Sie denken auch bildlich. Das ist der weitaus wichtigere Teil, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Deswegen veranschaulichen wir uns das mal bildlich. So. Nehmen wir mal dieses Beispiel nochmal, die Zahlen von 1 bis 5, addieren. Ja? Wenn ich mir ein Bild male, könnte man sich das ja vielleicht so vorstellen. Ich habe erst die 1, dann addiere ich die 2 drauf, dann addiere ich die 3 drauf, dann addiere ich die 4 drauf und dann addiere ich die 5 drauf. So. Sieht aus wie ein Dreieck, ne? Oh, ich habe es ein bisschen schief gemalt. Naja. Okay. Sieht aus wie ein Dreieck.
Das könnte man ja meinen. Dreieck, da könnte man ja vielleicht sowas, das ist ja eigentlich so die Fläche des Dreiecks durch diese ganzen Punkte, vielleicht könnte man ja die Flächenformel mal anwenden, oder? Ein Halb mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite ist 5 lang, die Höhe ist 5 lang. Ein Halb mal Grundseite mal Höhe, 5 mal 5 ist 25, die Hälfte ist 12,5. Nee, kommt nicht das richtige Ergebnis raus, ne? Ah ja, okay, war eine Idee, ja, stimmt aber nicht. Aber jetzt könnte man auf eine andere Idee kommen, passen Sie mal auf. Wenn man so Punktmuster hat, jetzt habe ich eine Idee, ja? Wenn man so Punktmuster hat, dann erinnert einen das vielleicht an so rechteckige Punktmuster, ja? Das Gauss-Verfahren, ja, Sie wissen schon zu viel, da will ich drauf hinaus, genau. Ich habe hier so rechteckiges, also wenn ich ein rechteckiges Punktmuster hätte, dann könnte ich einfach die beiden Seitenlängen miteinander multiplizieren und hätte die Anzahl der Punkte. Also mache ich jetzt mal das Folgende. Ich nehme mir mein Dreieck, kopiere es und setze es umgedreht nochmal drauf. Okay? Ich mache das jetzt hier mal in einer anderen Farbe. Ich habe das jetzt hier oben drauf gesetzt, ja, also hier auf den untersten habe ich es drauf gesetzt, damit ist es auch hier oben, es liegt sozusagen schön auf, ja. So, ich habe jetzt hier so ein Dreieck 5 mit den Seitenlängen 5 und 5 und hier auch mit den Seitenlängen 5 und 5. Was entsteht dann? Es entsteht ein Rechteck, hier ist die Seitenlänge 5. Und hier ist die Seitenlänge 6. So, was muss ich machen, um die Anzahl aller Punkte hier zu nehmen? Ja? 5 mal 6, genau. So, das ist aber nicht die Anzahl der Punkte in unserem Dreieck, sondern... Genau, ich habe das Dreieck ja zweimal. Also wenn ich jetzt 5 mal 6 durch 2 teile, komme ich auf meine 15. Aha. Bitte? Wir können aber leider noch nicht teilen. Wir können leider noch nicht teilen. Ja, genau, das war wieder der Erbsenzähler-Kommentar. Sie haben recht, ja, ja. Deswegen habe ich ja vorher auch etwas keck gesagt, dass wir einfach jetzt mal davon ausgehen dürfen, dass wir alles wissen über die natürlichen Zahlen, was wir wissen. Sehr gut, ja. Na gut, teilen können wir vielleicht schon, wenn wir sagen, teilen ist, ist sozusagen die Umkehroperation zur Multiplikation. Welche Zahl muss ich mit 15 Mal nehmen, damit ich auf 30 komme? Oder mit 2 Mal nehmen, damit ich auf 30 komme? Welche Zahl muss ich mit 2 Mal nehmen, damit ich auf 30 komme? So. Okay, schon haben wir die Division. So, okay. Jetzt kann man daraus vielleicht ein allgemeines Schema ableiten. Wenn ich hier nicht 5 habe, sondern n habe, dann habe ich hier n plus 1, nämlich gerade meine n plus 1 noch oben drauf, weil ich das sonst nicht aufeinander bauen kann. Das bedeutet, wenn ich das allgemein habe, muss ich n mal n plus 1 nehmen und durch 2 teilen. Und genau das ist die Summe aller Zahlen. Also die Summe von i gleich 1 bis n über i. Das heißt, die Summe der ersten n natürlichen Zahlen. Ohne die 0 jetzt. Ja? Okay.